Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Castlevania Mirrors of Fate HD. Wir spielen mit Trevor Belmont. Alucard haben wir erfolgreich abgeschlossen. Jetzt wollte ich gerade die Flügel benutzen von Alucard, aber die hat der gute Trevor ja nicht, ne? Gleich ein Upgrade. Lass den Boomerang erhalten. Drücke B, um ihn zu werfen. Halte B gedrückt, um ihn aufzuladen. Lasse B dann los, um einen noch verheerenden Angriff auszuführen. Das war ein Motorrad. Quasi. Ui, das zieht er richtig ab. Aber ich muss sagen, Trevor ist bisher der schnellste Charakter von allen. Kann die Peitsche am schnellsten schwingen, habe ich so das Gefühl. Aua, du kannst doch die arme Fledermaus nicht einfach so rüberprügeln. Die hat auch Gefühle. Ja, jetzt fühlt sie wahrscheinlich nicht mehr. Meine Karte wurde aktualisiert. Hier oben rechts. Könige, hier gibt es noch was. Hey, wir brauchen mit Trevor nicht mal dieses Upgrade finden, dass es sich schwingen kann. Das ist praktisch. Verdammt seien die Bestien, die die Heiligkeit dieser Kirche entweiht haben. Als hatte es nicht schon gereicht, dass sie die Gemälde zerstörten, die Bänke verbrannten und die Statuen zerschlugen. Sie haben das heilige Kreuz mit einer Blasphemie ersetzt. Ich schwöre bei meiner Ritterehre, dass ich diesen Ort vor allem Bösen befreien werde. Hast nicht geschafft, du bist hier tot, ne? Du liegst hier rum. Ich glaube, das ist der Level, den ich damals bei Was zur Hölle ist gespielt habe. Ich kann mich jetzt aber täuschen. Ich glaube, das war der sogar. Oh, da kann ich gar nicht hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Ich muss hier hoch. Ach, wenn das so ist, dann gehe ich doch gleich hier hoch. Oder besser gesagt, wir gehen nach unten. Dass ich immer alles kaputt machen muss. Ich habe irgend so ein Faible dafür. Deine Karte wurde aktualisiert. Ja, ich kann mir denken, dass ich unten weiter muss. Oha, das macht einiges an Fall Damage. Die Gruft. Ah, kann es sein, dass wir mit Trevor auf Tod treffen? Das Spiel ist ein Geist. Der kommt in allen drei Kapiteln vor. Wenn ich das so erwähnen darf. Das ist ein bisschen seltsam. Wer immer das auch sein soll. Als ich in die Tiefen der Gruft vordrang, vernahm ich das mitleiderregende Schluchzen einer Frau. Wegen ihrer Liebe zu einem Ritter, der die Bernhards verraten hatte, warf sie sich in die Grube, um ihn zu suchen. Seit Jahrhunderten hallt ihre Trauer von den Wänden der Katakomben unter dem Licht eines Schutzengels wieder. Ich denke, wir sollten diesen Schutzengel suchen. Eine verschlossene Tür. Ah. Da ist sie doch. Da kann ich nicht hier. Da müssen wir uns einen anderen Weg finden oder selber zurechtschnubbeln. Was ich sagen will, ist, wir müssen uns einen Weg bahnen. Der Friedhof. Lass mich da mal gucken. Gruft 1 von 3. Habe ich den Weg nach unten übersehen? Aha. Wer ist denn Eindruck? Skelett in Rüstung.
Skelette in Rüstung sind furchterregend anzuschauen und bedeutend talentierter als die anderen Burgbewohner. Deshalb haben sie einen besonderen Ehrenplatz in der Armee des Drachen. Derselbe Zauber, der sie auf den Beinen hält, wird auch eingesetzt, um sie mit der falschen Hoffnung zu erfüllen, dass sie weiterhin dem Zweck dienen, für den sie zu Lebzeiten ausgebildet wurden. Das ist ein sehr bemerkenswerter Trick. Das muss ich jetzt schon mal gestehen, ja. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal runter. Und ich glaube, ich habe den Weg übersehen. Jawohl, das ist es auch. Können Sie mal bitte aus dem Weg gehen, junger Mann. Ich kann den einfach niederkloppen. Oh, das kann ich nicht. Kleine Skelette sind mir lieber, die halten nicht so viel aus. Wow. Ach stimmt, das Skelett ist vorher nicht gekommen, ne? Das ist jetzt erst gespawnt. Ja, wenn das so ist. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht. Aber ich muss sogar hier runter. Das heißt, ich muss noch gar nicht auf dem Friedhof. Aber vielleicht komme ich da später hin. Das ist ein komisches Ding. Dieses Objekt wird mit Hilfe von Schattenmagie aktiviert. Komm später wieder. Ah, hat Trevor Licht und Schattenmagie. Das ist ja ein böser Spoiler. Ich wollte jetzt da noch ein bisschen rumrätseln, was der haben könnte, der gute Mann. Aber gut. Muss es halt so gehen. Wow, da oben ist die Tür und da unten ist der Schalter für die Tür. Ich will nicht wissen. Oh mein Gott, das geht auf Zeit. Ich wollte jetzt nicht wissen, wie weit die die Mechanik dafür verlegen mussten, hier durch das R3. Ja komm, das schaffen wir. Schaffen wir auf Anhieb. Kein Problem, easy peasy. Trevor, lauf. Bleibt die dann offen, die Tür? Ja. Hier bleibt sie für immer offen. Supi. So komme ich nicht hin. Dieses Objekt wird mit Hilfe von Lichtmagie verwendet. Ich würde es ja gern verwenden, wenn es irgendwie gehen würde. Ja, kann mich halt darauf stellen, ne? Ich hätte gehofft, dass ich da mein erstes Spell bekomme von der guten Frau, aber anscheinend doch nicht. Eingangsbrücke. Waren wir da nicht schon mal? Nee. Ja, toll. Das ist ja auch blöd. Jetzt habe ich den Friedhof übersprungen. Da gibt es 100 Pro was. Der ist nämlich nicht verbunden mit der Eingangsbrücke. Also ist entweder optionales Gebiet oder ein Gebiet, wo ich noch gar nicht weiter kann. Eins von beiden. Vielleicht bekomme ich da ja was, was mir weiterhelfen könnte auf meinen Reisen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, sich da mal umzusehen. Auch wenn es da von Skeletten wimmelt, aber das soll mich nicht stören. Denn ich habe eine Peitsche. Ich peitsche einfach alles tot. Weil es ein bisschen komisch ist zu sagen, wenn man das auf Skelette trifft, die ja schon tot sind. Ich töte euch nochmal. Mir egal. Ich bin Belmont, ich darf das. Da fang. Auch Boomerangs sind viel cooler als brennende Äxte. Ihr müsst mir zustimmen. Was? Die Truhe steht direkt auf dem Weg. Wirklich? Die maximale Menge Munition. Ach, hier kann ich gar nicht weiter. Da ist ja das Tor zu. Aber es hat sich schon mal gelohnt wegen der Kiste, ja? Habe ich schon mal eine Wurfaxt mehr. Oh. Ein kleines Glätsch stellt sich mir in den Weg. Welch eine Bedrohung.
Ich wusste jetzt gar nicht, was ich tun soll. Ach, die muss ich ja zweimal töten, ne? Dann stehen sie ja wieder auf. Stimmt, da war was. Das habe ich schon mal ganz vergessen. Das habe ich schon alles wieder verdrängt. Alles, was ich gelernt habe. Die Frau sitzt den ganzen Tag unter der Statue und heult einfach nur rum. Die hat den ganzen Tag nichts zu tun. Das ist schlimm mit der. Ich weiß nicht, was ich mit der Frau noch machen soll. Hätte ich sie sogar besucht? Was? Du kannst auch den Clownsprung von Alucard? Ja, holla die Walfe, bist du flink. Hm, die Tür ist zu. Ich denke auch nicht, dass wir die aufbekommen, sonst wäre es eingezeichnet in dem Anime. Nicht schon wieder ihr. Ach Trevor, das hättest du aus dem Fluss jetzt da rauspeitschen können, theoretisch, oder? Das sah aus wie ein Licht. Magie-Medaillon. Wenn ihr mich fragt. Zumindest so aus Lords of Shadow. Da sahen die auch so aus. Dieser komische Küchen-Kobold, der legt mich doch jetzt hundertprozentig rein. Ich sag's auch noch, ne? Oh mein Gott, was bist denn du? Ist der hässlich. Das hätte mich jetzt eh gewundert, wenn die drei kleinen Kobolde das Vieh halten können. Oh mein Gott. Der nimmt mich einfach in die Hand. Ja, ich denke mal, ich muss alles einsetzen, was ich bisher gelernt habe. Weil der Boss dürfte nicht so schwer sein, weil ich habe ja nicht so viel Möglichkeit, mich zu verteidigen. Okay, ich nehme es zurück. Oh. Quick-Time-Events. Nice. War nicht schon wieder. Lass mich los. Ich habe gar nichts getan in deinem komischen Minirock. Sieht aus wie ein... Ja. Sag jetzt nicht wie eine Frau. Aber... Jetzt schaue ich ein, der dich. Oh, zu spät gedoppelsprungt. Lass mich raten, Y? Tatsächlich. Ich soll vorwärts rollen. Bis du den Text da oben liest, die Button-Eingabe realisierst und die Button-Eingabe auch noch doof wirst, vergeht da ewig viel Zeit. Aha, verarscht. Fuck, ist eine Axt gesprungen. Das ist nicht gut. Wie sollst du wissen, ob er nach vorne dasht für einen Doppelsprung oder ob er den Sprung macht? Wie sollst du das wissen? Oder macht er das andere dann nicht mehr? Kann ich ja auch nicht riechen, oder? Weil ich den gar nicht, an dem gar nicht rumschnüffeln will, ja. Stell dir mal vor, wie das Vieh stinkt. Und nein, er ist nicht süß. Auch wenn ihr das vielleicht das vermuten würdet. Bitte weg. Du bist von der Nähe noch viel, viel hässlicher. Ja. Jetzt macht er das, wo ich drüber springen musste. Und jetzt macht er das. Das kannst du nicht wissen. Das geht gar nicht. Okay, er hat das Ding im Arsch kleben, im Boomerang. Was? Das war der lascheste Kill, den ich jemals gesehen habe. Ich schwöre nur kurz drauf. Kurz mal Klaps mitgeben an den Hinterkopf und dann fällt er tot um. Auch nicht schlecht.
You cannot pass yet, Trevor. Und heute nicht? Das sagt mir wieder keiner. Okay, ich musste unten lang. Ich denke mal, dass es wieder so läuft wie vorhin, dass jetzt von unten was hochspringt, dass diese Bodenplatte wegbricht. Das würde Sinn ergeben für mich. Ja, so ist es. Kleines Glück, möchte ich. Ja. Ach. Das ist cool. Er fliegt zwar gerade über den Feind drüber, aber wenn er zurückkommt, dann fliegt er doch so schräg, dass er ihn erwischt. Oh. Feuer ist ja was Schönes, ne? Was? Das killt dir auf die Stelle. Warum erfahre ich das jetzt erst, dass das so effizient ist gegen Skelette? Okay, da ist was versteckt. Es hat nie eine reale Chance auf den Sieg gegeben, das weiß ich jetzt. Als mich der Riese mit seiner gewaltigen Axt traf, wurde ich wie ein Insekt zur Seite geschleudert. Mir fehlt die Kraft zu einem Gegenschlag. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass die Person, die meine letzten Erinnerungen liest, nicht denselben Fehler begeht. Denkt nicht lange nach, Bruder. Lauft weg. Was tut das so komisch? Warum ist noch Fragezeichen? Was? Ich hab das jetzt gar nicht gesehen. War das über mir oder was? Interessant. Gespenst. Das ist der Typ, der immer rumschleicht, genau. Gespenster gehörten schon immer zur beliebten Volkskunde der alten Bewohner unheilvoller Burgen. Ja, die Anwesenheit in der Festung ist kein Zufall, da innerhalb ihrer Mauern schreckliche Morde begangen wurden, die die Seelen der Opfer an die Erinnerung an die gewalttätigen Handlungen binden, die hier verübt wurden. Aber ich habe den noch nie gesehen als Feind. Immer nur so im Hintergrund liegt das Gespenst rum. Da drüben wäre auch noch was gewesen. Ja, ein Geheimnis gibt's noch. Ich wette mit euch, das ist da hinten rechts. Da werde ich. Oh, das war knapp. Ja, ich kann ja tatsächlich runter. Ach, da geht's weiter mit Lichtmagie. Okay. Wann bekomme ich denn mal meine Lichtmagie? Ich bin schon richtig heiß drauf. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ah, jetzt habe ich es genau so getimt, dass ich genau reinspringe. Eieiei. Ist aber nicht gut. Da habe ich schlechtes Timing. Ah, ich hatte auch nicht mal viel Lebensenergie von dem her. Passt schon. Kein Problem. Eins, zwei, drei. Der schießt dreimal. Jetzt mich beinahe erwischt. Oder beinahe. Hopp. Ach, das geht. Alles kein Problem. Jetzt habe ich mich richtig schön Kasten gezogen auf dem Menü. Bin ich unter der Brücke. Theoretisch könnte man jetzt sagen, dass das Spiel ist ein riesiger Blumensturm. Ja, bist du weg. Da, da. Ist echt praktisch. Aufgeladen, Boomerang rein. Kein Problem mehr. Ach, stimmt da. Ach ja, das habe ich schon wieder vergessen, dass da das Medaillon war. Habe ich schon wieder alles vergessen. Ich denke mal, ich sollte hier vorsichtig sein. Wo geht's denn hier noch hin?
Ja, so einer. Ich habe was für dich. Komm! Da komme ich mit der Hilfe von Lichtmagie wieder weiter. Eieiei, überall habe ich Türen. Lichtmagie, Schattenmagie. Aha, jetzt aber. Du hast ein Lichtmagie erhalten. Drücke LB, um deine Lichtmagie zu aktivieren. Verwende Lichtmagie, um Leben wiederherzustellen, wenn du einen Feind mit deinem Kampfkreuz angreifst. Ja, wie in Lords of Shadow eben auch. Lichtmagie, dann ist das zweite Schattenmagie, was wir bekommen. Warum benutzt du deine Peitsche nicht, wenn ich es dir sage? Trevor wollte nicht mehr. Trevor sieht keinen Sinn mehr im Leben. Also geht doch. Warum nicht gleich so? Ich meine es dir doch nur gut, Trevor. Ich meine es dir doch nur gut. Nice. Dann hätten wir diesen Abschnitt eigentlich fast geklärt. Ich muss nur noch da unten rechts gucken, was da noch versteckt ist. Das ist hundertprozentig das Fragezeichen. Das packe ich jetzt noch schnell in die Folge. Damit wir alle wissen, was da unten auf uns lauert. Hoffentlich Lebensenergie. Lebensupgrade wäre schon nice. Der schon wieder. Eieiei. Ah, so, aber auch dann lasse ich mir wieder den Boomerang bekommen über den Kerl. Ja gut, nicht immer, aber fast. Da wollte ich runter. Autsch, das war ein bisschen zu nah. Es ist Lebensenergie. Wunderbar. Tada! Dann dürften jetzt eigentlich theoretisch nur noch ein oder zwei Kisten kommen, die Lebensenergie beinhalten. Dann müsste der Balken oben eigentlich voll sein. Huch, das war noch. Bis dreimal. Gut, dann hätten wir das hier auch. Dann fehlt nur noch Schattenmagie. Und dann müssten wir eigentlich oben durch die Tür durch dürfen. Das ist schön, dass uns dieses komische Geschöpf da gewarnt hat, dass es sagt, nee, du bist da nicht bereit, du darfst da nicht rein. Wer immer das auch ist, ich habe keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich bald feststellen. Tja, das nehme ich mal mit. Und dann sage ich mal, liebe Leute, wir machen nochmal den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate HD. Und dann geht's hier an dieser Stelle weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt der ganzen Sache doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sage immer, stay tuned and so long.